Und weiter geht's. Was gibt es schon wieder für ein Gerücht? Du bist die Fremde, die sich gegen Regala und ihre Rebellen gestellt hat. Yes. Nur, wenn wir uns hier verstehen. Keine Sorge, ich bin nicht hier, um dein Blut zu trinken. Oder was immer ihr Ostländer von uns denkt. Beim Schlachten an der Gesandtschaft ging es nicht um dich. Trotzdem hast du den Marschällen beigestanden. Und unserem Häuptling am Hain. Wenn es nach mir geht, bist du keine Feindin der Tenakt. Aber du wirst Hilfe brauchen, wenn du in den Clanlanden überleben willst. Als Späherin höre und sehe ich eine ganze Menge. Ich kann das mit dir teilen, um dir zu helfen. Das wäre nett. Na dann. Vor ein paar Tagen habe ich östlich des Hains eine große Blumenwiese gesehen. Die alte Darika war auch dort. Ich wollte sie nach Brennspeer zurückbringen, aber sie wollte nicht. Sie ist auf jeden Fall eine erfahrene Soldatin. Oh, ich glaube, ich gehe mir gleich was zu essen holen. Ihr Speer ist stumpf geworden, wenn du verstehst. Ich werde nach ihr Ausschau halten. Wachsam bleiben, Soldatin. Du kannst einem Tenakt trauen, wenn es um Geschäfte geht. Gut. Ja, Steine brauche ich jetzt eher weniger. Stimmt, ich muss den Berg hochklettern. Dieser Berg. An der Südseite komme ich am besten hoch, wenn ich mehr von Silgas Nachricht empfangen will. Ich muss nur ein... Da. Ich meine, natürlich kämpfe ich. Ich meine... Oh Mann! Super. Ja, das ist mir schon klar, aber das ist eigentlich nicht das Problem. Also wenn doch viel los ist, ne? Auf dem Bildschirm, dann habe ich, gibt es zwei Sachen. Entweder mein Capture Card ist überfordert. Oder die PlayStation ist überfordert. Also wenn hier wirklich gerade mal viel los ist, dann gibt es dann schon ein paar Probleme.
Was sind mit den ganzen Kapseln hier? Ich hätte auch nicht gedacht, dass uns da so viel entgegenkommt. Entschuldige, Ziege. Kann aber auch OBS natürlich sein, ne? Komme ich dann hier hoch oder soll ich hier runter? Eieiei, weißt du, immer wenn man mal im Stream ist, dann geht's Handy immer los. Ziemliche Kletterei. Ich muss noch höher, um Silgas Signal orten zu können. Nein, 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 nein! Noch! Das ist schön, dass du höher musst. Ich weiß, dass sie mit dem Klettern ein bisschen angeben wollten, aber irgendwie kann man auch ein bisschen. Der Berg ist hoch. Kannst halt auch übertreiben. Ja, wo geht's jetzt weiter? Oh, es sind noch solche. Da. Hat man aber doch stark Frame Drops, ne? War nicht allein. Autsch. Hat aber gesessen. Ich muss noch höher klettern. Ja, ich weiß, Aloy. Jetzt lass mich doch mal eine Minute mal entspannen. Das ist ja schlimm hier. Klettern, 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 klettern. Das gesamte Spiel besteht nur noch daraus. Im ersten Teil hat es einigermaßen Spaß gemacht, weil es halt nicht so häufig war. Und jetzt wird der Spieler dafür damit halt übersättigt. Das ist halt immer so ein Fehler. Das ist immer so ein ganz großer Fehler von vielen Spielen, dass sie halt eine Sache nehmen müssen. So, und jetzt? Was machen wir jetzt? Okay, jetzt das Signal abhören. Wo ist der beste Platz? Ja, erstmal hier, da hinten. Da ist nämlich eine Truhe. Da ist ein guter Platz. Ich sollte einen guten Platz finden, um Silgas Nachricht zu empfangen. Dock 142 an Enduring Victory Reno. Vorrat Abwurfsignal Echo. Paul. Ich bete, dass du dies empfängst. Drin ist eine Nachricht für dich. Da. Ich habe die Signalquelle. Nicht allzu weit von hier. Ich muss nur hinkommen.
Ich krieg bestimmt eine gute Aussicht, wenn ich hier runtergleite. So. Gib dich zum Ursprung des Signals. Super. Begib dich zum Ursprung des Signals. Ich nehme an, das wird irgendwie auf der gegenüberliegenden Seite sein. Ja, das ist ja easy. Aber welche Maschinen alles? Das ist die Frage. So. Da stand doch bestimmt schon einer zurecht. Wie wenig Damage macht das Ding eigentlich? War's das? Gibt's da noch mehr? Welche Maschine muss ich denn jetzt alle killen? So. Erledige die Maschinen. Da drüben ist doch bestimmt wieder auch so ein Riesending. Ich habe keine Ahnung, was dieser Skill sein soll. Bis jetzt wurde er noch keinem Dingsbums erwähnt. Ich finde ihn aber ein bisschen übertrieben. Ihr
Jetzt sollte ich nach dem Signal scannen und sehen, ob ich den Ursprung finde. Irgendwie, muss ich ganz ehrlich gerade gestehen, habe ich keine Ahnung. Ursprung. Bewegender Punkt. Wie komme ich da jetzt durch? Da hinten steht auch noch was Interessantes. So eine ähnliche Konstruktion von Häuschen habe ich schon mitbekommen, habe ich schon mal gesehen. In the Forest. Ich war doch irgendwo so ein... Da bist du ja. Wie komme ich jetzt zu dir? Da ist doch ein kleines Loch. Das will ich mir genauer ansehen. Hab ich doch schon gesehen. Da geht's nicht rein. Vielleicht gibt's noch einen Eingang. Vielleicht gibt es noch einen Eingang. So, so, da bin ich immer. Gespannt. Vorratskiste. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich da wohin? Vielleicht von hier? Aber ich komme halt nirgends wirklich. Doch, hier komme ich raus. Das müsste passen. Super. War ich hier nicht schon? Ich meine schon, ne? Wären hier bestimmt noch Gegner gewesen. Wie soll ich denn da jetzt?
Super, das haben wir gefunden. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich da jetzt weiter? Weil ich wüsste jetzt auch nicht unbedingt, wie ich das machen soll. Wenn du weitergehst, wird dein letzter Spielstand neu geladen. Hallo, du hast mich doch dahin geführt. Also komm schon. Irgendwo. Nee, das dachte, das sah aus wie etwas, wo man... Ich muss auf die Drohne springen, um sie runterzuholen. Eine von diesen Drohnen. Ich muss irgendwie an sie rankommen, um an die Daten zu kommen. Die Drohnen interessieren mich jetzt nicht. Ich will jetzt endlich mal... an dieses Dingsbums dahin. An diesen scheiß Zugang. Variation und Schwierigkeit ist eine Sache, aber mit den Spielen die ganze Zeit durch die Irre führen, ist auch irgendwie ein bisschen... Also da komme ich nicht drin. Leute, es muss ja hier irgendwo sein. Warum das Signal auf eben da war und jetzt nicht mehr, ist eine interessante Frage. Hä? Jetzt ist aber komplett Gaga. Okay, das ist eine Drohne. Ja, das ist schön und gut, aber die Drohne will ich doch gar nicht. Ich finde den Eingang zur Höhle. Zurück zum Anfang. Hier geht's nicht rein. Da geht's nicht rein. Vielleicht gibt's noch einen Eingang.
Sieht vielversprechend aus. Da, jetzt. Super. Hallo, grüß dich, Jess, Jasmine. Wie geht's, wie steht's? Stimmt, ich kann ja jetzt unendlich tauchen. Okay, das ist okay. Also war ein bisschen versteckt. Das Problem war hier, warum ich jetzt sofort den Eingang nicht gefunden habe, war, dass ich, Dingsbums. Wegen dieser Drohne, die mich wegen dem zweiten Signal leicht verwirrt hatte. Oh, mir geht's soweit ganz gut. Schön, dass du da bist. Bist du jetzt neu hier oder kenne ich dich von irgendwoher? Da bist du ja. Bin mir da selbst noch nicht so ganz sicher. Da jetzt bist neu, okay. Weil ja auch einige Kollegen jetzt irgendwie auch den Weg zu meinem Twitch. Jetzt erstmal eine YouTube-Aufnahme eigentlich. Klingt, als wäre er ihr sehr wichtig gewesen. An sich das Spiel cool, ja. Durch habe ich es noch nicht. Die Nachricht übertragen hat, wird sie sicher interessieren. Das Problem ist, dass ich einfach viel zu viele Spiele aktuell habe und zu wenig Zeit. Ich habe mir heute erst noch Kamazin geholt. Pokémon. Ja, an sich, Story-Grafik ist, grafisch ist das Spiel natürlich wunderbar. Da will ich, da kann man nichts sagen. Das Einzige, was mich so ein bisschen, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass manche Sachen, dass sie dieses Far Cry 6 Syndrom haben. Und zwar in dem Sinne, dass zu viel Variation ein bisschen den Spielfluss nimmt. Ich habe das auf normal gespielt gehabt. Ja, Teil 1 habe ich auch gespielt. Gibt sogar auf YouTube als fertiges Let's Play. Den habe ich sogar gefühlt sogar dreimal gespielt. Einmal mit dem alten Rechner einfach für mich selbst. Dann habe ich es nochmal im Stream durchgespielt. Also den ersten Teil habe ich zu 100% sogar durch. Und dann habe ich nochmal mit dem mehr oder weniger neuen Rechner. Hatte ich das nochmal im PC durchgespielt. Also Teil 1 war wirklich komplett perfekt. Hier gibt es ein paar Schönheitsfehler. Ich komme mit, ich finde, das mit dem Klettern haben sie ein bisschen zu übertrieben. Die Worte vom Stachel sind verstummt. Was ist passiert? Das hier hat mit deiner Anlage gesprochen. Das ist alte Weltausrüstung zur Kommunikation über weite Entfernungen. Die Nachricht wurde gestoppt, als ich sie nahm, aber ich habe die Nachricht gehört, von der die Stimme sprach. Wie lautet sie? Nee, neues. Eines alten Krieges. Also Teil 1 habe ich nicht ein neues Spiel Plus gemacht, aber ich habe es, glaube ich, ich hatte es erstmal auf Ultra schwer gespielt. Ihre Unstimmigkeiten nicht mehr Bedeutung waren. Das war dann ein bisschen too much und auf sehr schwer haben wir es halt durchgespielt. Und hier habe ich das Gefühl, hier haben sie die Monsterkämpfe einfach ein bisschen zu krass übertrieben. Weil auf, wenn ich hier auf normal spiele, habe ich das Gefühl, dass ich knapp eine, teilweise eine Stunde für einen Monsterhordenkampf brauche. Also irgendwas haben sie hier ein bisschen verkackt, bei aller Liebe. Das hätte er gewollt. Donner Kiefer hat früher in dem vorherigen Teil extrem Spaß gemacht. Hier ist es einfach nur eine Pain in the Ass. Genauso wie diese riesigen Schildkröten und allem drum und dran. Irgendwas. Ich weiß nicht was. Also ich nehme jetzt auch nicht die rosarote Brille auf und schluck alles, was die Entwickler reinsetzen. Aber hier haben sie ein paar Fehler gemacht. Wo ich mir gedacht habe, warum haben sie nicht einfach das gleiche Spiel von vorne gemacht mit einfach nur mit einer weiteren Story. Hier haben sie, ich weiß nicht, so ein Far Cry 6 Problem. Kann ich das behalten? Es ist ein Schatz. Natürlich. Danke. Das ist halt das, was ich halt ein bisschen schade finde. Bei Far Cry 6 ist es ja auch so, einfach, ja, wir machen jetzt neue Variationen, neue Möglichkeiten rein und wenn du die nicht benutzt, dann bist du halt, ja, am Arsch. Und das finde ich ein bisschen schade. Den ganzen Weg von Hauptquell bis
Wer weiß wohin. Also im ersten Teil macht der Donnerkiefer super Spaß, hier überhaupt nicht. Sorry, aber kann ich daraus etwas herstellen? Irgendwie. Und ich habe das auf normal gespielt gehabt und es fühlte sich an wie Teil 1 auf ultra schwer. Jederzeit, Aloy. Und da denke ich mir so, ja, irgendwas haben sie da verkackt. Also in dem Spiel, was ein bisschen... Irgendwie, irgendwie sind die, wie heißt's? Irgendwas haben sie hier, die haben hier ein bisschen, ich weiß nicht. Ja, ja, das auf jeden Fall. Also die Kämpfe haben sie verkackt, das Klettern gefällt mir auch nicht so, finde ich. Das fühlte sich auch irgendwie ein bisschen krackelig an, so nach dem Motto, mehr Klettern, okay, im ersten Teil hat Klettern wirklich Spaß gemacht, aber hier, ich weiß nicht, das fühlt sich irgendwie, manchmal, wenn sie springen soll, macht sie es nicht. Und dann weißt du halt auch nicht, wie es weitergeht und so weiter und so fort. Ich habe auch, ja, das ist halt, ich will es aber jetzt auch nicht zu schlecht reden. Sind wir mal ganz ehrlich. Die Fähigkeiten finde ich auch ein bisschen blöd. Das passt einfach nicht zu Horizon. Irgendwie, da haben sie das Gleiche gemacht, den gleichen Fehler wie bei Tomb Raider. Das mit dem Mutgedöns ist jetzt auch nicht so meins. Also viele Sachen, wo ich sagen muss, ja, mach doch einfach eine Kopie von 1 mit einer anderen Story, einer anderen Welt und ein paar Monster mehr. Warum muss das alles immer neu gemacht werden und erhöht? Schade eigentlich. Auch das Upgrade-System hier, dass man da jetzt gefühlt 1000-mal mehr farmen muss. Ich weiß es nicht. Irgendwas ist da falsch. Das erste war halt, hatte eine perfekte Balance und hier hast du halt irgendwie... Hier hast du halt irgendwie ein ganz komisches... Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, aber irgendwie fühlt sich das hier so ein bisschen so an, als hätte es auf die falschen Leute gehört. Die Spieler feiern Punkt A im ersten Teil, also müssen wir das mit Punkt B halt übertreiben. Und das klappt halt nicht. In deinem Alter war ich auch so ungeduldig. In deinem Alter, als ich so jung war wie ihr Mädels, haben wir noch Hexen gejagt. Ist alles okay? Der Donnerkiefer gibt weniger XP als im ersten Teil, obwohl er schwerer ist. Ja, das sowieso. Sorry, bei aller Liebe. Im zweiten Teil haben sie einfach schwerer, dünner gemacht und härter. Nicht nur Blumen, mein Kind. Es sind Scharlachstiele. Ihr Duft beruhigt die Nerven. Das hat mir vor vielen Jahren ein Utaru-Samensucher erzählt. An Teil 1 kommen sie nicht ran. Von der Balance her war Teil 1 einfach perfekt. Konnte ich nicht. Ich sah ihn Blumen pflücken. Hier ganz in der Nähe, auf Tenaktgebiet. Ich wollte ihn niederschlagen. Die Story ist ein bisschen zu langweilig. Vielleicht liegt es daran, dass sie, ich weiß nicht, vielleicht haben sie die... Kann es sein, dass das Spiel hier größer ist? Also ich will jetzt auch nicht unbedingt gespoilert werden. Ich bin aber jetzt auch nicht unbedingt der Typ, der bei Spoilern heult oder so. Also kann sich da schon ein bisschen entspannt fühlen. Aber ich habe so das Gefühl... Aber meine Lust zu kämpfen war stärker. Und er musste zu seinen Leuten zurück. Ich dachte an das, was ich mit ihm gehabt hätte. Und ob er genauso denkt. Ja, größer als im ersten, als die er... Größer als in der ersten Hälfte vom ersten noch dazu. Es ist weit bis nach Reinklang. Ja, das merkt man halt. Ich bin manchmal dort. Ich habe so das Gefühl, dass alle großen Rollenspiele meinen, es muss groß, es muss lang sein. Bitte. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Ein Kräuterkenner. Ich weiß, viel Zeit ist seitdem vergangen. Doch ich möchte wissen, ich möchte, dass er weiß, du weißt, was ich meine. So, jetzt muss ich mal gucken. Die YouTube-Aufnahme darf nicht zu lang gehen. Danke dir für dein Follow. Warum nicht? Finde ich halt immer so ein bisschen schade. Ein großes, gutes Rollenspiel muss halt nicht unbedingt gezwungen halt immer größer als der Vorgänger sein. Damit kann man nämlich auch viel kaputt machen. So, was haben wir denn hier? In voller Blüte. Sammel Scharlachstiele. Gut, das machen wir aber im nächsten Part. Für die YouTube-Parts ist die Länge eigentlich vollkommen in Ordnung.